Ja, hier, ich habe es schon angekündigt, an dem Stand hier neben zwei netten Damen, da gibt es Wasser. Und wird hier Wasser verkauft? Nein, hier wird kein Wasser verkauft. Das ist eine Leitungswasserzapfsäule. Und wie draufsteht, gibt es hier Free Tap Water. Okay. Neben mir links noch eine weitere hübsche Dame. Du bist die? Entschuldigung. Wie ist dein Name? Pascal. Ich bin Pascal. Und was macht ihr hier? Für wen verkauft ihr Wasser? Nein, wir verkaufen kein Wasser, aber wir sind von einer Stiftung aus den Niederlanden, jointhepipe.org, und wir verkaufen diese Wasserzapfsäulen und diese Wasserflaschen, und mit das Geld finanzieren wir Wasserprojekte in Entwicklungsländern, und jetzt haben wir schon 74 Wasserprojekte finanziert. So, das machen wir. Also 74 Wasserprojekte, wie muss man sich das vorstellen? Brunnen bohren oder was passiert da? Ja, zum Beispiel Brunnen bohren. In Bangladesch zum Beispiel arbeiten wir mit einer anderen Stiftung zusammen, die nennt sich The Max Foundation. Und was sie machen, ist, sie bauen nicht nur einen Brunnen für die Gemeinschaft, sondern die geben den Kindern dort auch Bildung über Hygiene- und Sanitäranlagen. Das finden wir sehr wichtig, denn im Jahr sterben dort sehr viele Kinder an Magenprobleme. Jetzt habt ihr hier so ganz originelle, in verschiedenen Formen vorliegende Trinkgefäße. Man weiß gar nicht so richtig, wo muss ich denn da jetzt anfangen zu trinken? Also, jede Flasche hat zwei Öffnungen. Einmal eine große Öffnung, wo man quasi sein Gefäß mitfüllt. Und einmal eine kleinere Öffnung, woraus man trinkt. Die Flaschen, hier, die sehen so komisch aus, denn man kann die symbolisch miteinander verbinden, wie man in unserem Baum hier neben mir sieht. Somit kann man halt mit der ganzen Welt die längste Wasserleitung der Welt zusammenbauen. Das ist unsere Idee dahinter. Das heißt also, wenn ich genügend solche Flaschen kaufe, dann könnte ich dann so mein eigenes Wasserleitungssystem damit bauen. Ja, Sie könnten es im Prinzip damit finanzieren, denn für jede Wasserflasche, die wir verkaufen, da kommt so ein Sticker unten auf die Wasserflasche und dort stehen die Koordinaten drauf von dem Wasserprojekt, was damit finanziert wird. Wie viele Wasserflaschen haben Sie denn schon verkauft hier? Also die genaue Zahl, das weiß ich, tut mir leid, das weiß ich nicht, aber es ist schon so, dass wir, wie gesagt, schon 74 Projekte damit finanziert haben können. Und 14 Projekte wurden rein durch den Verkauf von Wasserflaschen finanziert. Wenn man sich überlegt, nur ein Drittel davon wird gestiftet, das sind ungefähr 5 Euro, dann sind das sehr viele Wasserflaschen, die wir inzwischen verkauft haben. Ja, was würden Sie denn empfehlen? Welche Wasserflasche sollten wir denn kaufen? Das macht gar nichts. Alle sind in einer Form von unserer Wasserleitung. Sie sind alle ein Teil davon. Und unsere Flaschen sind von BPA-freies Plastik gemacht. Und das gibt keinen Weichmacher darin. Und das haben PET-Flaschen haben das wohl. Aber so, ja. Okay, Dankeschön. Ja, wie viel kostet so eine Flasche? Eine Flasche kostet 15 Euro. Und eine Zapfsäule kostet 2500 Euro. Und wir wissen, dass es sehr teuer ist für Schulen und für Universitäten. Also haben wir es in Holland so gemacht, dass man quasi durch den Verkauf von solchen Trinkwasserflaschen seine eigene Zapfsäule finanzieren kann. Denn normalerweise geht das Wasser, geht das Geld an ein Wasserprojekt in einem Entwicklungsland. Aber stattdessen könnte man das quasi anwenden, um eine Zapfsäule zu finanzieren. Und somit wiederum ein Wasserprojekt in einem Entwicklungsland zu finanzieren. Zum Beispiel wie einen Brunnen. Ja, vielen Dank. Dann wünsche ich noch viel Erfolg beim Verkauf der letzten zwei Messetage. Und vielen Dank auch, liebe Zuschauer, dass Sie bei uns dabei waren auf der Didacta 2012 in Hannover. Und wir sehen uns dann in etwa einer Stunde zur nächsten Sendung.